geht heute um Sahneschnittchen und Erdbeerküsse von der lieben Sandra Kugier. Das Cover ist in seinem sehr schön mit Rot gehalten, rot-schwarz. Ich mag das Pärchen auf dem Cover unglaublich gern. Ich finde, sie strahlt so richtig schön und ja, es macht irgendwie Lust zu erfahren, was es mit den beiden so auf sich hat, finde ich. Wie geht's euch? Das Buch ist übrigens auch im APP-Verlag erschienen. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit und bringe euch das mal ein bisschen näher und bin gespannt, ob ihr Lust drauf habt im Nachgang. Bin natürlich gespannt, wie es ihr nachher findet. Buchbeschreibung. Um nach der Trennung von ihrem Verlobten zur Ruhe zu kommen und ihr Leben neu zu organisieren, nimmt Katharina sich ein Sabbatjahr und fährt mit ihrer kleinen Hündin Greta im Wohnmobil durch Schweden. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als sie in Töreboda bei den beiden O'Brien-Brüder auf die beiden O'Brien-Brüder trifft. Um das Gefühlschaos zu perfektionieren, steht plötzlich ihr Ex vor der Tür und setzt alles daran, sie zurückzugewinnen. Prolog. Vorsichtig fährt Katharina ihr Wohnmobil auf den Stellplatz des Campingplatzes in Töreboda, direkt an den See. Nach dem sorgfältigen Einparken zieht sie die Handbremse und stellt den Motor aus. Tief seufzend lehnt sie sich zurück und blickt auf den See hinaus, während Greta, die kleine Jack-Russell-Hündin, auf ihren Schoß hopst. Sieh mal, Greta, es ist wunderschön. Was meinst du? Hier bleiben wir ein paar Tage länger, oder? Die Hündin sieht sie mit ihren großen Knopfaugen an, als würde sie zustimmen. Katharina klemmt sie unter ihren rechten Arm und öffnet die Fahrertür, um auszusteigen. Sofort lässt sie die Kleine auf dem Boden, damit sie sich umsehen kann. Sie selbst reckt und streckt sich ausgiebig. Dann zieht sie das Haarband aus ihrem Zopf, um mit den Fingern durch ihre langen, dunklen Locken zu strubbeln. Das tut so gut. Die Schwere des Zopfes ist endlich aufgelöst. Eine lange Fahrt liegt hinter ihr. Von Hamburg bis hierher nach Töreboda hat sie fast 10 Stunden gebraucht, mit mehreren kleinen Pausen für Greta. Bevor sie sich hier häuslich niederlässt, spaziert sie mit ihrer Hündin ein wenig am See entlang. Dafür zieht sie die Sneakers aus und watet durchs Wasser. Die Kühle des Sees belebt ihren Kreislauf und Geist. Nach wenigen Minuten fühlt sie wieder Energie in sich. Kommt, Greta, ich ziehe mich um und wir gehen joggen. Nach der langen Fahrt können wir 2 Bewegungen gebrauchen. Mit den Worten geht sie zurück und zieht sich in ihrem Wohnmobil um. In kurzen Laufteils und einem Tanktop und Jogging-Schuhen steht sie schnell wieder draußen. Die Hündin springt freudig bellend an ihr hoch. Auch sie freut sich auf einen bewegungsreichen Ausflug. Sie joggt am Strand entlang. Greta springt von einem Felsen am Ufer zum nächsten. Überall steckt sie ihre Nase hinein, um zu schnuppern. Die Maisonne scheint sommerlich warm. In der Ferne schnattern Gänse und einige von ihnen starten laut zeternd in den Himmel. Die Luft ist rein und klar. Katharina genießt es, tief Luft zu holen und hält an, um mit weit kreisenden Armbewegungen zu atmen, wie beim täglichen Yoga. Plötzlich rennt Greta bellend weg. Katharina ruft sie, doch die Hündin, lässt sich nicht beeindrucken. So rennt sie ihr hinterher und sieht, wie sie gut 50 Meter weiter erfreut um 2 beachtlich große Hunde herumspringt. Himmel, sind die riesig, denkt sie bei sich. Sie sehen aus wie 2 Braunbären. Bevor sie ein weiteres Mal rufen kann, joggen ihr 2 Männer entgegen. Der eine von ihnen ruft die Hunde: Wotan, Tore! Doch die reagieren so wenig auf das Kommando wie Greta. Hey, hey! Ruft Katharina ihnen den schwedischen Gruß zu. Beide wenden ihren Blick zu ihr. Wow, denkt Kati, was für Sahneschnittchen! Augenblicklich wird sie leicht nervös. So ein leckerer Anblick und das gleich im Doppelpack. Hey! Snick Queen, ja? Grüßt der etwas schlanke, muskulöse und bärtige. Er betrachtet sie eingehend. Er der din Hund? Oh, sorry, I don't understand. Do you speak English? Fragend sieht sie den Hühn
in seine strahlend blauen Augen. Er hat rotblonde Haare und einen gepflegten Vollbart und hat etwas Uriges an sich, wie ein Wikinger. Dazu der durchtrainierte Buddy, ziemlich sexy. Mit den Händen schiebt sie ihre Haare auf den Rücken. Aufgeregt schlägt ihr Herz schneller als nötig. Er reicht ihr seine Hand und spricht sie auf Englisch an. Hey, schöne Frau, ist das dein Hund? Dabei lächelt er charmant. Ja, sie ist meine. Hätte ich sie anleihen müssen? Sie nimmt einen festen Handschlag entgegen. In seiner kräftigen Hand verschwindet ihre völlig. Nein, hier ist alles frei. Lass sie laufen. Sein Bariton klingt angenehm warm. Ich bin Aaron. Ich heiße Katharina, antwortet sie und muss sich räuspern. Es fällt ihr schwer, unbefangen zu bleiben bei so viel maskuliner Präsenz. Hey, begrüßt sie nun der andere. Das sind meine Hunde. Die sind lieb und werden deine Hündin nicht fressen. Mit einem breiten Grinsen sieht er sie aus hellgrauen Augen an. Da bin ich aber erleichtert, antwortet sie schmunzelnd und betrachtet ihn aus den Augenwinkel. Fast 2 Meter groß schätzt sie ihn und durch sein Shirt hindurch zeichnen sich austrainierte Muskeln ab. Er passt zu seinen Hundebären. Er trägt kurze, blonde, verwuschelte Haare und einen attraktiven 3-Tage-Bart. Nun reicht auch er ihr seine Hand, die sie annimmt. Mein Name ist Ethan. Hey Ethan, begrüßt sie ihn und beißt sich leicht auf die Unterlippe. Sie fühlt sich ein wenig überfordert. Die Hunde rennen auf Kathy zu, um sie zu begrüßen. Einer der Riesen springt freudig an ihr hoch. Sein Gewicht bringt sie zu Fall. Lachend legt sie sich in den Sand und wehrt die große Nase des Tieres ab. Ethan befiehlt ihm aufzuhören. Unwillig dreut dieser sich. Aaron beugt sich über sie und reicht ihr eine Hand, um ihr aufzuhelfen. Beide Hände legt sie hinein und mit einem beherzten Griff zieht er sie zu sich hoch. Dicht steht sie vor ihm, sodass sie seinen Atem spürt. Obwohl sie mit ihren 1,75 nicht zu den kleinen Frauen gehört, reicht sie ihm nur bis zur Schulter. Offensichtlich kommt er vom Joggen und ist verschwitzt. Trotzdem riecht er gut. Danke, murmelt sie und geht einen Schritt zurück, um Abstand zu gewinnen. Aaron sieht amüsiert auf sie hinunter. Eine Urlauberin also. Ihre Figur ist der Hammer. Schmale Taille, muskulöse Oberschenkel und ihr Hintern. Er muss sich beherrschen, seine Finger bei sich zu lassen. Absolut heiß. Ein richtiger Knackarsch. Greta springt an Katharina hoch und drängt sie weiterzulaufen. Kurz sieht sie die Männer an, ruft ihnen einen Bye zu und joggt davon. Aaron schaut ihr hinterher. Ihre langen, kastanienbraunen Haare wehen bei jedem Schritt auf den Rücken. Sie reichen über die Schulterblätter hinaus bis fast zur Taille und enden kurz über ihren Hintern. Tief in seinen Gedanken versunken, sieht er ihr nach, bis Ethan ihn derb auf die Schulter klopft. Hey, Alter, du siehst ihr hinterher, als wäre sie die einzige Frau auf der Welt. Aber die einzige mit so großen dunklen Augen, ein derart heißen Fahrgestell, gibt er knurrend zurück. Hast du ihre Stimme gehört? Klar, sie hat schließlich auch mit mir gesprochen, amüsiert Ethan sich über seinen Bruder. Ehrlich? Sie ist wirklich sehr süß. Aber nichts für mich und schon gar nichts für dich. Warum? Komm, du liegst doch jede flach, die deinen Weg kreuzt. Und ich brauch und will keine Frau. Los, lass uns endlich ins Haus gehen. Damit beendet Ethan das Gespräch, ruft seine Hunde und rennt los. Unwillig folgt ihm sein Bruder. Zu gern wäre er Katharina hinterhergejoggt. Und er weiß nicht, was ihn mehr beeindruckt hatte. Ihre großen dunklen Augen oder das heiße Fahrgestell. Ethan rennt vor. Eine Frau, die ihn auf Anhieb derart beeindruckt hat, wie die junge Frau am Strand, hat er schon Jahre nicht mehr begegnet. Diese Frau, diese Augen, warm und tief, sensibel und offen. Ja, Aaron hat recht, ihr Hintern ist extrem sexy. Er darf gar nicht daran denken. Begehren erwacht. Etwas, das er die letzten Jahre zurückgehalten hat. Sie ist richtig süß. Aber nein, lieber nicht. Das Frauenthema braucht er nicht mehr in seinem Leben, macht alles nur extrem kompliziert. In seinen Garten angekommen, setzt er sich unter einen Baum auf den Rasen. Aaron wirft sich neben ihn. Hey, sei ehrlich, sie ist mega heiß. Oh, bitte lass es sein. Nimm sie, wenn du sie dringend flachlegen willst.
Aber sie sieht nicht aus, als würde sie solche Geschichten mitmachen. Stimmt, murmelt Aaron. Sie ist anders. Gerade darum will ich sie kennenlernen. Hoffentlich sehe ich sie bald wieder. Verträumt blickt er auf den See hinaus. Ihr Akzent war eindeutig deutsch, wie ihr Name, Katharina. Wohlfühlen. Am Abend, Katharina ist total geschafft von der langen Anfahrt, brät sie sich ein Rührei, isst dazu eine Scheibe Brot und setzt sich seufzend und entspannt vor ihr Wohnmobil auf einen Klappstuhl. Augenblicklich springt Greta auf ihren Schoß und kringelt sich wie ein Kätzchen ein. Beide schließen die Augen und lassen sich von der Abendsonne bescheinen, bis plötzlich die kleine Hündin aufspringt und ans Wasser rennt. Schnell öffnet Katharina ihre Lider, um zu sehen, was los ist. Da sieht sie die beiden großen Hunde mit ihrer kleinen Toben. Tore und Wotan. Sofort fängt ihr Herz aufgeregt an zu klopfen. Wenn die Bärenhunde da sind, wird ihr Herrchen wohl auch nicht weit sein. Und wirklich, der attraktive Schwede steht unten am Strand und schaut sich nach ihr um. Als er sie sieht, winkt er und geht auf sie zu. »Hey, hier seid ihr zwei also untergekommen«, begrüßt er sie auf Englisch und schaut sich um. »Du bist allein mit dem Wohnmobil unterwegs?« »Hey, ja, das bin ich.« »Nein, nicht ganz. Ich bin mit Greta auf Tour«, gibt sie lächelnd zurück und amüsiert sich über seinen erstaunten Gesichtsausdruck. »Eine junge, hübsche Frau, so ganz allein unterwegs«, denkt er für sich. »Ob das gut ist?« »Da werden wir uns öfter treffen. Mein Haus steht nur unweit von dem Campingplatz meiner Mutter entfernt.« »Oh, Tilda ist die Platzbetreiberin. Ist das deine Mom?« Ja, er nickt und sagt nicht viel. Sie merkt, wie er sich in sich zurückzieht und weiß nicht, was sie gerade Falsches gesagt hat, dass er so reagiert. Mit verschlossenem Gesichtsausdruck ruft er seine Hunde zurück und verabschiedet sich, indem er einmal kurz die Hand hebt. Sie tut es ihm gleich und sieht den dreien verwundert hinterher. Am nächsten Morgen widerfährt ihr das Gleiche. Sie steht gerade vor ihrem rollenden Heim, um sich zu recken und zu strecken. Die Hunde begrüßen sich erfreut und toben. Der große blonde Schwede, wie hieß er noch? Ethan? Begrüßt sie mit freudigem Blick, bevor er sich wieder in sich zurückzieht, brummelig wird und schnell davon joggt. Muss ich das verstehen? Denkt sie bei sich und beginnt in die andere Richtung zu laufen. Greta springt ihr leichtfüßig hinterher. Es ist unglaublich ruhig hier am See. Die Sonne glitzert in der Vormittagssonne, es ist windstill, die Büsche und Bäume spiegeln sich im Wasser. In der Ferne hört sie ein Motorboot brummen. Gänse schnattern laut und eine Schar anderer Wasservögel landet laut kreischend auf dem See. Friedlich. Natur pur. So hat sie es sich gewünscht. Hier wird sie zunächst bleiben, weit ab von allem. Sie und Greta in der Valla Pampa. Beim Joggen muss sie aufpassen, denn der Untergrund ändert sich ständig. Mal läuft sie auf Sand, ein anderes Mal muss sie über große, glatte Feldsteine hüpfen und dann wiederum rennt sie über Gras. Zwischendrin bleibt sie stehen. Atmet tief durch und dehnt einzelne Muskelpartien. Greta findet alles toll. Es gibt für sie so viel zu erschnuppern und erkunden. Sie laufen weiter und plötzlich wird sie gerufen. Es dauert einen Moment, bis sie begreift, dass wirklich sie gemeint ist. Schwer atmend bleibt sie stehen und dreht sich um. Da kommt ihr der Wikinger entgegengelaufen. »Hey, Kaji«, begrüßt er sie und seine Augen leuchten erfreut. »Hey, Aaron«, grüßt sie zurück und lächelt ihn an. Er läuft heute ohne T-Shirt, was sie einigermaßen durcheinander bringt. Jeder seiner ausgeprägten Muskeln zeugt von viel Sport und Disziplin. Ihr Herz stolpert ein paar Schläge. Er ist definitiv ein Augenschmaus. Magst du mit mir zusammen joggen? Ich zeig dir gleich einen neuen Weg, den du nehmen kannst. Seine Augen wandern von ihren Augen über ihren Mund und wieder zurück. Sie bleiben regelrecht an ihnen hängen. Unsicher blickt sie zur Seite. »Warum nicht?« murmelt sie und hofft, nicht rot zu werden. Er macht sie wirklich nervös. »Na, dann komm!« fordert er sie auf und gemeinsam traben sie los. Greta hüpft an seinen Beinen hoch und freut sich über die Begleitung. Sie unterhalten sich nicht sonderlich viel. Ab und an erklärt er ihr etwas über die Umgebung, ansonsten schweigen sie. Katharina ist dankbar darüber. Sie hasst es, beim Joggen zu quasseln und außerdem fühlt sie sich ihm gegenüber nicht gewachsen. Zu viel Testosteron entströmt von seiner Seite. Als sie nach einer Stunde wieder am Strand angekommen sind, beginnt sie sich ausgiebig zu dehnen. Er tut es ihr gleich, doch nicht in derselben Intensität. »Du machst das immer so?« Seine Augen lassen sie nicht los. »Ja, das ist mir wichtig. Ich übe mich fast täglich in Yoga. Das hält geschmeidig.« »Ha, darum«, er grinst.
Darum was? Deine Hammerfigur, antwortet er. Oh, murmelt sie und dreht sich weg von ihm, damit er nicht sehen kann, wie die Hitze in die Wangen steigt. Erwin steht da und sieht ihr zu. Seinen Blick kann er nicht von ihr lassen. Diese wunderschönen Augen durch die dunklen, dichten, welligen Haare würde er gerne seine Finger gleiten lassen. Sie sind gewiss wunderbar weich. Und dieser Mund, er lässt ihn an pralle Erdbeeren denken. Saftig, süß, Himmel. Bald darf er in Gedanken nicht gehen. Sein Körper beginnt zu reagieren. Schnell setzt er sich auf einen Felsen und legt die Hände locker an seinen Schoß, um sich zu bedecken. Seine Augen kann er jedoch nicht von ihr lassen. Sie ist heiß. Nach einigen Minuten ist sie fertig. Als sie sich wieder zu ihm dreht, begegnet sie seinem Blick. Das macht er mit jeder, denkt sie plötzlich. Er wird an jedem Finger eine haben. Mindestens. Danke für die nette Begleitung. Vorsichtig lächelt sie ihn an. Gern und gerne wieder. Sein freches Grinsen macht ihn noch unwiderstehlicher. Er weiß, wie er auf Frauen wirkt, schießt es ihr durch den Kopf. Kathi sei vorsichtig. Na dann, bis bald, ruft sie aus und rennt davon. Amüsiert schaut er hinterher. Das sieht aber verdächtig nach Flucht aus. Dafür kann er jedoch ihren herrlichen Hintern betrachten. Während er sie langsam entschwinden sieht, überlegt er, wie er sie für sich gewinnen kann. Die Tage verbringt Kathi entspannt mit Greta. Sie liebt es, am Wasser zu sitzen, den Laptop auf den Beinen und zu schreiben. Regelmäßig begegnet ihr Ethan, der sich jedes Mal zu freuen scheint, wenn er sie sieht und sich doch immer verschließt wie eine Auster und abweisend wird. Erin hingegen besticht durch seine lockere, freche Art. Sie muss oft schon lachen, wenn sie ihn nur sieht. Er ist ein unmöglicher Kerl. Und leider hat sie in einem Gespräch mitbekommen, dass ihre Vermutung, er würde Frauen definitiv nicht verachten, bestätigt wurde. Er scheint ein Schürzenjäger zu sein. Schade eigentlich, seufzt sie für sich. Aber um ehrlich zu sein, findet sie seinen Bruder Ethan unglaublich anziehend, gerade weil er sich ihr gegenüber derart verschlossen zeigt. Der süße, große Schwede mit den riesigen Hunden. Das erfreute Aufblitzen in seinen Augen nämlich, wenn sie sich treffen, kann sie nicht übersehen. Es reizt sie, ihn aus der Reserve zu locken. Und diese Narbe, die er unter dem linken Auge trägt, macht ihn irgendwie noch anziehender. Ein paar Tage später, sie ist gerade fertig mit dem Meditieren, laufen die Brüder mit den Bärenhunden auf sie zu. Total verschwitzt und außer Atem. Sie haben gerade einen Halbmarathon hinter sich. Hey, hey, ruft Erin ihr erfreut zu. Hey, antwortet sie ebenso freudig und steht auf. Hey, hey, brummelt Ethan und sieht sie finster an. Fast muss sie über ihn lachen. Wie wäre es, beginnt Erin, ich könnte ein kühlendes Bad im See vertragen. Magst du mit uns schwimmen? Da drüben ist eine Badeinsel befestigt. Sie eignet sich zum Sonnenausruhen und wieder zurückschwimmen. Gern, fein, stimmt sie erfreut zu. Ich muss nur ihr mein Badezeug holen. Musst du nicht. Erin grinst sie an. An so einem privaten Strand schwimmen wir auch ohne. Nun wurde sie rot. Nein, sorry, aber ich werde mein Bikini holen. Schnell wendet sie sich ab und rennt zu ihrem Wohnmobil. So weit kommt das noch. Sie wird nicht mit den Männern unbegleitet baden. Ihr Herz rast wie verrückt. Erin, du bist unmöglich. Du kannst dir doch sowas nicht vorschlagen. Maßregelt Ethan seinen Bruder. Es war ein Versuch wert. Er schmunzelt, ehrlich amüsiert. Sie ist sehr süß und für ihre beschämten roten Wangen hätte er sie küssen können. Sie sieht bestimmt heiß aus, ohne Bekleidung. Im Bikini sicherlich nicht minder, brummt Ethan. Und richtig. Mit Greta spaziert sie an den Strand des Sees zurück und die Brüder mustern sie. Ethan nur aus dem Augenwinkel, doch Erin offensichtlich. Sie sieht heiß aus. Sehr sexy. Kathi tut, als würde sie es nicht bemerken. Die Männer behalten ihre Laufshorts an und zusammen gehen sie schwimmen. Mit einem Kopfsprung hechtet Ethan hinein und sein Bruder folgt ihm kurz darauf. Kathi hingegen ziert sich ein wenig und wartet langsam hinein. Als das kalte Wasser ihren Bauchnabel erreicht, möchte sie fast umdrehen. Plötzlich taucht Erin vor ihr auf und mit der flachen Hand schlägt er in das Wasser und spritzt sie damit nass. Kreischend schaufelt sie mit der hohlen Hand eine Welle zurück, dass er nach Luft schnappen muss. Lachend beginnt ein fröhliches Spiel, bis Katharina sich ebenfalls kopfüber in den See begibt und kraulend voranschwimmt.
An der Badeinsel angekommen, klettern sie die Leiter hinauf und legen sich auf die warmen Holzplanken, um sich in der Sonne aufzuwärmen. Ein Feeling von Zeltlager in Jugendtagen kommt auf. Sie fühlt sich wohl und genießt es, von zwei attraktiven Männern umgeben zu sein. Nach einer Weile lädt sie die beiden kurzerhand am Abend auf ein Bier zu sich ein. Sie will die Brüder näher kennenlernen. Am Abend wartet Kathi bereits auf die beiden. Sie ist schon aufgeregt und überlegt, ob es eine gute Idee war, die Männer einzuladen. Nicht, dass sie das missverstehen. Im Wasser liegen mehrere Flaschen Bier zum Kühlen. Auf einem Felsen steht ein Tablett mit ein wenig Fingerfood. Weißbrot, Kirschtomaten, Erdnüsse, Oliven. Dazu noch eine Flasche Rioja. Rioja. Und drei Kunststoffweingläser. Typisch Campingzubehör. Vom Weiten hört sie die Hunde bellen und die Männer miteinander lachen. Ihr Herz klopft bis zum Hals. Huhu, denkt sie. Doch eine Nummer zu groß für mich. Nun muss ich da durch. Nervös streicht sie sich die Haare auf den Rücken und sieht den beiden entgegen. Aarons Gesicht erhellt sich bei ihrem Anblick. Er beugt sich zu ihr und küsst rechts und links ihre Wangen. Sein Duft und der von seinem Parfüm umhüllen ihn. Hey, brummt Aaron. Nee, brummt Ethan und sie lächelt ihn an. Hey, schön, dass ihr mir Gesellschaft leisten mögt, begrüßt sie die Männer und zeigt einladend auf die Felsen. Mit Absicht unkompliziert gehalten. Zwei so gut wie völlig fremde Männer einzuladen, gehört ansonsten nicht in ihrer Repertoire. In der Abendsonne sitzen, genießen die Brüder ein Bier und sie selbst nimmt an ihrem Wein. Die Hunde toben miteinander und schwimmen und wälzen sich danach im Sand. Die drei unterhalten sich über Gott und die Welt. Aaron bringt sie immer wieder zum Lachen und durch sein Flirten in Bedrängnis. Ethan sieht sie zurückhaltend aus den Augenwinkeln an, was ihr allerdings nicht entgeht. Seine verhaltene Art mag sie. Er wirkt in sich ruhend und bodenständig. Irgendwann erzählt Aaron von seinem Restaurant und der Bar in Stockholm. Interessiert hört sie zu. Er möchte sie Gerd einmal dorthin mitnehmen. Sie lächelt unbestimmt und weiß nicht, ob es ratsam ist, mit ihm allein zu sein. Aber noch bittet er nicht um ein Date. Und so schiebt sie es innerlich beiseite. Als sie mehrfach nacheinander hinter vorgehaltener Hand heimlich gehend, springt Ethan auf und beendet den Abend. Du bist müde, Katharina. Es war schön bei dir und wir sollten das wiederholen. Seine Hunde tun es ihm gleich und warten, dass es zurück nach Haus geht. Ethan greift in seine Hosentasche und reicht ihr seine Visitenkarte. Für den Fall der Fälle, brummt er vor sich hin, ohne sie dabei anzusehen. Unwillig steht auch Aaron auf. Kurz überlegt er noch zu bleiben, aber sein Bruder sieht ihn ernst an und hebt streng eine Augenbraue. Also verabschiedet er sich brav bei Kathi und drückt ihr wieder Küsschen auf die Wangen, hält sie sanft an ihren schmalen Schultern fest. Kurz schließt sie die Augen und atmet ihn ein. Er duftet gut. Bye, flüstert sie und winkt ihn hinterher. Als die beiden außer Sicht sind, sammelt sie die Flaschen ein, stellt alles auf das Tablett und trägt es in ihr Wohnmobil. Es fällt ihr schwer einzuschlafen, obwohl sie sehr müde ist. Doch ihr Magen flattert unruhig und sie fragt sich, für wen er so nervös vibriert. Klar, sie wollte ja zur Ruhe kommen, hier in Sverige, weit ab von allem. Hat sie nicht geahnt, dass die Schweden so schnuckelig sind wie die beiden hier? Kapitel 1, Stockholm. Ein paar Tage später steht Aaron plötzlich vor ihr am Strand, als sie gerade ihre Yogamatte zusammenrollt. »Hey, Kathi«, begrüßt er sie und sein Blick wandert über ihren Körper und zurück zu ihren Augen. »Hey, Aaron«, ruft sie erstaunt aus, »was führt dich mitten am Tag her?« Nervös wirft sie ihre langen Haare auf den Rücken und fühlt sich plötzlich unwohl in ihren knappen Tanktop und den kurzen Lauftights, die sie trägt. Die bedecken gerade ihren Hintern. Seine musternden Blicke sind ihr nicht entgangen. »Heute Abend würde ich dich gern einladen, zum Essen ausführen und danach mit dir in meinen Club gehen.« »Das ist doch in Stockholm, nicht wahr?« fragt sie ihn, um Zeit zu gewinnen. Sie weiß aus seinen Erzählungen, wo das Restaurant und der Club sind. Er nickt bestätigend. »Da fährt man aber nicht mal so eben hin«, überlegt sie. »Nein, wir übernachten dort. Über dem Club habe ich eine schöne Wohnung«, antwortet er und fügt noch schnell hintendran. »Ich schlafe auf dem Sofa.« Er sieht sie an und wartet auf Antwort. »Ich weiß nicht«, überlegt sie halblaut. »Ach komm, sei kein Frosch!« Seinem Grinsen nach zu urteilen, amüsiert er sich über sie und ihre offensichtliche Unsicherheit. Mit ihm auszugehen ist eines, über Nacht zu bleiben, etwas anderes. Sie ist ja nicht Brüder, aber irgendwie, ach, sie weiß auch nicht.
Ich werde brav bleiben, verspricht er ihr. Und in seinen Augen funkelt es amüsiert. Tief atmet sie durch, nimmt ihre Haare zusammen wie zu einem dicken Zopf, legt sie über die Schulter nach vorn, sodass sie über ihren linken Busen liegen und dreht sie immer zu, um eine Hand, um mit der anderen nachzufassen. Also gut, wann geht es los? Wie gut, dass er mein Herzklopfen nicht sehen kann, denkt sie. Doch da liegt sie falsch. Aaron beobachtet Kathy genau. Und das wilde Pulsieren in ihrer Halsbeuge entgeht ihm definitiv nicht. Er unterdrückt jedoch eine Bemerkung. Nicht, dass sie noch absagt. Ich hole dich um 17 Uhr ab. Plötzlich fällt ihr etwas ein. Warte, nein, das geht nicht, sorry. Seine linke Augenbraue hebt sich fragend. Greta, ich kann sie schlecht allein lassen, wenn dann nur mit ihr und nur essen gehen und danach zurück nach Törrborder. Nun, da weiß ich aber etwas Besseres. Er lacht nun laut auf. So schnell kommst du mir nicht davon, Kathi. Greta hopst da sowieso viel bei Tilda zwischen den Füßen herum. Meine Mom wird sie gerne hüten für eine Nacht. Sie nimmt oft auch die Jungs von Ethan zu sich. Ohne eine Chance auf Antwort zu geben, zückt er sein Smartphone und ruft seine Mutter an. Nach noch nicht einmal 2 Minuten legt er auf und sieht sie mit leuchtenden Augen an. Sie nimmt deine Greta sehr gern. Okay, murmelt sie schwach. Dann bis 17 Uhr. Erfreut beugt er sich vor, küsst ihre Wangen. Bis dann, Kathi. Seufzend sieht sie ihm hinterher. Mit ihrem Blick sucht sie Greta und kann sie nirgends finden. Verdammt! Laut ruft sie nach ihr und erhält keine Antwort. Da fällt ihr ein, dass Wotan und Tore sie schon mehrfach hier aufgesucht haben und sie zusammen am Strand herumgetollt sind. Sie wird wohl bei Ethan sein, denkt sie und schlendert am Ufer des Sees zu dem nächsten Grundstück. Noch nicht ganz dort angekommen, hört sie das Kläffen ihrer Greta und muss lächeln. Sie wäre ein Appetithäppchen für die beiden Hundebären, aber die sind derart gutmütig, dass sie nur liebevoll mit ihr toben. Kaum am Fuße des Grundstückes angekommen, sieht sie die Hunde mit wehenden Ohren über den Rasen toben. Vom hellen Kläffen Gretas angelockt, kommt auch Ethan in den Garten. Ihr Herz stolpert für ein paar Takte. Er sieht süß aus. Hey, ruft sie ihm erfreut zu. Guten Morgen, gibt er zurück. Deine Greta bringt meine Jungs ganz schön auf Trab. Amüsiert grinst er sie an und plötzlich denkt sie, dass Greta und sie anscheinend in ähnlicher Lage stecken. Nur ihre Kleine scheint das leichter zu nehmen. Sie muss sich nicht entscheiden. Nehme ich ihn oder ihn? Sie nimmt einfach beide. Fast muss Katharina laut auflachen. Kurz darauf steht Ethan vor ihr. Seine hellgrauen Augen glänzen im Sonnenlicht. Ich habe gerade Kaffee gekocht. Magst du einen mit mir trinken? Sehr gern, Ethan, freut sie sich. Schnell wendet er sich ab und kommt wenige Minuten später mit 2 großen Bechern zurück. Hier, danke. Sie lächelt ihn an, in seinen Augen erkennt sie Neugierde. Doch sein Gesichtsausdruck bleibt verschlossen, ein wenig mürrisch. Was für ein komplizierter Mann, denkt sie. Will er oder will er nicht? Sie gesteht sich ein, von dieser abwesenden Art angezogen zu werden und beschließt, nicht locker zu lassen. Nimmst du dir gerade eine Pause? Deine Mom hat mir erzählt, dass du hier dein Architektenbüro führst. Stimmt, meine Mom redet zu viel, brummt er. Dafür redest du umso weniger, rutscht es ihr heraus. Nun grinst er. Der Ausgleich muss sein. Katharina nippt an dem heißen Kaffee. Er duftet herrlich frisch und belebend. Ich will gleich joggen gehen, kommst du mit? Unseren Hunden wird es sicherlich gefallen. Ethan sieht sie an. Ihre großen Augen blicken offen und ehrlich interessiert. Mit einer Hand wischt er sich über den Nacken, bevor er einen großen Schluck aus dem Becher nimmt. Sie ist sehr süß, aber nein. Frauen hat er bisher kein Glück gebracht. Nein, ich habe keine Zeit. Abweisend schüttelt er seinen Kopf. Ihr Blick verändert sich und er kann ihn nicht mehr deuten. Die Sonne blendet ein wenig, wenn er sie ansieht, aber sie scheint enttäuscht zu sein. Dann nicht, kann man nichts machen. Heute Abend fahre ich mit deinem Bruder nach Stockholm. Er lädt mich in seinen Club ein. Überrascht schaut er auf und sieht sie an. Und Greta? Deine Mom nimmt sie. Das hat Aaron schon mit ihr abgemacht, sonst wäre ich nicht mitgefahren. So, so. Jetzt verschließt er nicht nur sein Gesicht. Alles an ihm schottet sich in diesem Moment von ihr ab, wie eine unsichtbare Mauer, die zwischen ihnen steht. Ich muss wieder an die Arbeit, grummelt er, dreht sich um und lässt sie stehen. Blöd, Mann.
denkt sie und ruft ihre Greta, um zum Platz zurückzugehen. Am frühen Nachmittag bringt sie Greta zu Tilda. Die strahlt übers ganze Gesicht, als sie die beiden sieht. Katharina, schön, dich zu sehen. Ich freue mich schon auf deine Kleine. Wir werden uns prima verstehen. Ich sorge gut für sie. Danke, Tilda. Das ist total lieb von dir, gibt sie zurück. Dann reicht sie der liebenswürdigen Dame eine Tasche. Hier ist Futter für Greta drin und ihre Näpfe. Ein paar Leckerli für sie und... Katharina zieht eine Schachtel Pralinen aus der Tasche, die sie liebevoll verpackt hat. Rosenmusterbedrucktes Papier. Dazu eine passende Schleife. Danke, das hättest du nicht machen müssen, entgegnet Tilda. Aber die Freude ist ihr dennoch im Gesicht anzusehen. Doch, antwortet Kathi nachdrücklich. Pünktlich um 17 Uhr klopft es an ihrer Tür. Gerade noch legt sie die letzten Wellen mit einem Lockenstab zurecht. Sie trägt eine enge schwarze Jeans, dazu eine taillierte rote Bluse. Smoky Eyes lassen ihre Augen umwerfend verführerisch aussehen. Fröhlich öffnet sie die Tür. Hey, Aaron. Hey, Kathi. Wow, ruft er aus. Du siehst umwerfend aus. Hell lacht sie auf. Danke, wenn ich schon mal ausgehe, dann richtig. Moment, ich muss noch Schuhe anziehen. Sie dreht sich um und bückt sich. Dabei streckt sie ihm den Hintern entgegen. Entfährt es ihm. Es zuckt an seinen Fingern, sie zu berühren. Dieser Knackhasch ist einfach unglaublich. Er sieht ihr zu, wie sie in die High Heels hineinstüpft und sich ihm wieder zuwendet. Dabei wirft sie die langen, üppigen Locken auf den Rücken und strahlt ihn an. Er schluckt. Sie ist unglaublich sexy. Am liebsten würde er sie augenblicklich verführen. Doch er beherrscht sich. Gerade noch. Er freut sich auf den Abend mit ihr und beschließt, Gentleman zu sein. Sie ist etwas Besonderes. Während die beiden fröhlich nach Stockholm fahren, sitzt Ethan missmutig an seinem PC und arbeitet. Er will diesen Auftrag und dafür muss er alles geben. Die halbe Nacht rechnet er und bastelt an dem Modell. Wenn er diesen großen Auftrag bekommen kann, wird er sich endlich weiter vergrößern können. Immer wieder jedoch geht ihm Katharina durch den Sinn. Ihre dunklen Augen, die üppigen Haare. Nun wird sein Bruder sie flach wiegen, wie die vielen anderen Bitches in seinem Club. Verdammt! Heiß durchfährt ihm Eifersucht. Bis in die frühen Morgenstunden lenkt er sich mit seiner Arbeit ab. Danach fällt er erschöpft ins Bett und schläft bis in den Mittag hinein.